Wenn ihr neu mit Destiny angefangen habt, könnt ihr ins Spiel reinschnuppern und einige Stunden spielen, ohne euch etwas zu kaufen. Die Einführungsquest, einige Aktivitäten und einige Story-Missionen sind kostenlos spielbar. Auch eine Exo-Quest für die Risikoreich, eine sehr gute exotische Maschinenpistole. Diese Exo-Quest bekommt ihr, sobald die Questreihe Ein Hüter erhebt sich abgeschlossen wurde. Ohne etwas zu kaufen, könnt ihr auch auf jedem Planeten im Spiel landen und ihn erkunden. Sogar zwei Raids und ein Dungeon sind free to play. Dafür müsst ihr euer Powerlevel nur hoch genug bekommen und das macht ihr mit verschiedenen Aktivitäten im Spiel. Wenn ihr aber komplette Story-Kampagnen, Dungeons oder mehr vom Spiel sehen wollt, solltet ihr euch die Erweiterungen ansehen. Und davon gibt es zurzeit 5 Stück zum Kaufen. Wir gehen jetzt alle mal chronologisch durch und sehen uns an, was ihr überhaupt mit den einzelnen Erweiterungen bekommt. Forsaken ist die älteste Erweiterung, die sich noch im Spiel befindet. Aber hier kann man keine richtige Story-Kampagne spielen. Wenn ihr euch Forsaken holt, habt ihr Zugriff auf einen Dungeon, der zerbrochene Thron heißt und auf den letzten Wunsch-Raid. Dungeons und Raids sind eine Aktivität im Spiel, für die ihr mehrere Spieler benötigt. Dort müsst ihr Mechaniken rausfinden, um weiterzukommen. Rein theoretisch ist es möglich, einen Dungeon solo abzuschließen. Aber ohne gute Waffen, viel Geduld und die nötigen Kenntnisse wird das nichts. Anfangs solltet ihr euch bei solchen Aktivitäten immer anderen Spielern anschließen. Entweder holt ihr euch ein paar Freunde dazu, die mit euch gemeinsam Destiny anfangen, oder ihr sucht in Facebook-Gruppen, Discord-Servern oder auch auf der Bungie-App. Unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu meinem Discord-Server. Dort gibt es immer wieder Spieler, die anderen bei solchen Aktivitäten helfen. Außerdem schaltet ihr mit der Forsaken-Erweiterung 20 exotische Waffen frei. Die bekommt ihr aber nicht sofort in euer Inventar, sondern ihr könnt sie euch im Spiel verdienen. 3 dieser Waffen könnt ihr sofort mit diesen Forsaken-Chiffren holen. Die Raid- und Dungeon-Waffen müsst ihr aber in diesen jeweiligen Aktivitäten erfarmen. Die kann man hier nicht mit den Chiffren freischalten. Exotische Waffen sind sozusagen das Beste vom Besten. Glaubt mir, die meisten dieser Exos wollt ihr immer haben, dass ihr die Spielerfahrung einfach bereichern. Shadowkeep, oder auf Deutsch die Festung der Schattenerweiterung, hat dann eine Story-Kampagne. Wobei man sagen muss, dass diese relativ kurz ist und von allen Kampagnen, die sich im Spiel befinden, am unspektakulärsten gestaltet ist. Allerdings ist diese Kampagne sozusagen der Start von der Licht- und Dunkelheit-Saga, in der wir uns momentan befinden. Dort trifft man zum ersten Mal auf ein Pyramidenschiff. Und diese Pyramiden sind die Erzfeinde des Reisenden, also dieser großen Kugel, die man vom Turm aus sieht und der wir unsere Kräfte zu verdanken haben. Mit der Festung der Schatten bekommt ihr auch wieder Zugriff auf weitere exotische Waffen, die ihr euch verdienen könnt, den Garten der Erlösung Raid und dem Grube der Ketzerei Dungeon. Jenseits des Lichts wird dann wieder deutlich interessanter. Diese Erweiterung hat eine längere und bessere Kampagne, die auch Missionen nach Abschluss der Hauptstory bietet. Diese Erweiterung braucht ihr auch, um Stasis freizuschalten, einen neuen Dunkelheitsfokus, den ihr dann mit allen 3 Klassen nutzen könnt. Und hier gibt es natürlich auch wieder einen neuen Raid, die Tiefsteinkrypta und neue exotische Waffen. Das ist die erste Erweiterung, die ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, wenn ihr mit Destiny einsteigen wollt. Nur ein Tipp von mir, anstatt jede dieser Erweiterungen einzeln zu kaufen, könnt ihr euch nach der Legacy Collection umsehen. In dieser Legacy Collection befinden sich alle 3 Erweiterungen, die wir uns gerade angesehen haben. Und das um einen deutlich besseren Preis. Also Forsaken, Festung der Schatten und Jenseits des Lichts. PC-Spieler können sich auf Keyseller-Seiten wie zum Beispiel Instant Gaming diese Legacy Collection um bereits 19 Euro kaufen. Ich verlinke euch in der Videobeschreibung und in den Kommentaren einen Link von mir. Wenn ihr über diesen Link auf Instant Gaming was kauft, unterstützt ihr mich dabei und habt keine Zusatzkosten. Jetzt kommen wir zu der momentan neuesten Erweiterung, Witch Queen oder auf Deutsch die Hexenkönigin. Hier gibt es 2 verschiedene Pakete, die normale Edition und die Deluxe Edition. Mit beiden Editionen bekommt ihr die Kampagne, die zurzeit einfach die beste und längste im Spiel ist. Ihr habt hier sogar die Möglichkeit, einen legendären Schwierigkeitsgrad auszuwählen, was die komplette Kampagne knackiger macht und euch am Ende mit einer exotischen Ausrüstung belohnt. Natürlich sind dann wieder neue exotische Waffen, neue Aktivitäten und wieder ein neuer Raid mit dem Namen der Schwur des Schülers dabei. Im Laufe dieser Hexenkönigin-Kampagne bekommt ihr auch eine exotische MP, die Osteos Trigger. Auch eine sehr gute Waffe, die viele Hüter noch immer nutzen. Die Deluxe Edition von der Hexenkönigin bietet all das, was ich bisher aufgezählt habe und zusätzlich alle Seasons, die bis nächstes Jahr im Februar erscheinen.
Die Seasons erzählen neue Geschichten, haben wieder neue Aktivitäten, neue Waffen, es gibt neue Missionen und so weiter. Season 16, Season 17 und Season 18 sind bereits verfügbar. Also wenn ihr euch jetzt die Deluxe Edition holt, könnt ihr alle Seasons mit allen Zwischensequenzen, Dialogen und so weiter nachholen. Season 19 erscheint dann irgendwann erst im Dezember. Außerdem ist in dieser Hexenkönigin Deluxe Edition der Dungeon Key enthalten. Diesen kann man auch separat kaufen, der kostet dann allerdings 20 Euro. Mit diesem Dungeon Key werden dann zwei weitere Dungeons freigeschaltet. Einer ist bereits in der Season 17 erschienen und heißt Dualität und ein weiterer folgt in der Season 19. Über diesen haben wir noch keine Informationen bekommen. Also nochmal zusammengefasst, wenn ihr die normale Edition von Hexenkönigin kauft, müsst ihr auch diesen extra Dungeon Key kaufen für diese zwei Dungeons und einen extra Season Pass, um alles spielen zu können. In der Deluxe Edition ist alles dabei. An und für sich ist die erste Mission einer neuen Season immer für alle kostenlos spielbar. Aber wenn euch Destiny wirklich Spaß macht und ihr alles nachholen wollt, dann kauft statt der normalen Edition lieber sofort die Deluxe Edition. Beide Versionen von Hexenkönigin findet ihr auf Instant Gaming auch um einen besseren Preis. Die fünfte Erweiterung Lightfall, die hier angezeigt wird, ist das nächste große Ding im Destiny-Universum, das am 28. Februar nächstes Jahr erscheinen soll. Hier gibt es ebenfalls zwei Optionen, normale Edition und Jahrespass-Edition. Die Jahrespass-Edition ist im Grunde das gleiche wie die Hexenkönigin Deluxe Edition. Soll heißen, ihr bekommt alle Seasons, Dungeons und Raids, die im nächsten Jahr erscheinen werden. Plus, ihr schaltet jetzt sofort eine exotische Waffe und ein Emote frei. Über diese exotische Waffe, die Quecksilbersturm heißt, gibt es auf meinem YouTube-Kanal bereits ein Video, das ich euch hier verlinke. Und die wichtigsten Sachen, die schon über die Lightfall-Erweiterung bekannt sind, habe ich ebenfalls in einem Video zusammengefasst. So, damit wären wir jetzt mit allen Erweiterungen durch. Hoffentlich konnte ich euch jetzt weiterhelfen. In den nächsten Wochen folgen weitere Einsteiger-Videos über das Spiel. Wenn ihr Fragen habt oder etwas nicht versteht, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare und lasst gerne ein Follow da für weitere Destiny-Videos. Dieses Video hier ist im Grunde nur entstanden, weil in meinen Streams auf Twitch immer wieder die Frage gestellt wird, welche Erweiterung soll ich mir holen? Das bedeutet, es wird vermutlich sehr viele Neulinge oder Einsteiger geben, die ja nicht wissen, was sie tun, weil es ist wirklich sehr kompliziert, wie das Bungie hier handhabt mit den ganzen Erweiterungen. Wie gesagt, falls ihr weitere Fragen habt, stellt sie gerne in die Kommentare. Ansonsten vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Andy Edition is back!